Bei einem Unfall in Obganschott ist am Donnerstag ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Er war mit einem Auto zusammengestoßen. Laut Polizei prallte der Fahrer dieses Renaults aus noch nicht geklärter Ursache gegen ein entgegenkommendes Auto und stieß dann mit dem Motorradfahrer zusammen, der dahinter fuhr. Der Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Der Renault krachte rückwärts in eine Hausmauer. Um die Statik zu überprüfen, wurde das THW aus Norden alarmiert. Laut Polizei blieben beide Autofahrer unverletzt. Die Kreisstraße war für mehrere Stunden voll gesperrt.